Und dann, Sie haben sicherlich recht, wenn Sie mich noch auf die Wichtigkeit des Bildes im Spiegel hinweisen, sobald die eigenen Schritte schon ein wenig tragen und das Bild von uns im Spiegel zum ersten Mal vor uns als Ganzes auftaucht. Was hier zählt, so sagt Lacan, ist, dass man den Körper als Ganzes wahrnimmt. Nicht mehr nur hier ein Stückchen Mund, da ein Stückchen Brust, dort ein Stückchen After, da ein Auge, eine Hand, ein Beinchen, drei Haare, eine Locke. Also endlich das Ganze versammelt und schön symmetrisch zusammenhängend gegliedert. Der ganze Körper, der der meine ist. Der Körper, der nun auch meinen Namen ganz tragen kann. Diesseits der haltlosen Silben, ma, mag, da, fa, fa, oder putzfusef, ff, ff. Ja, ein ganzer Name, der nun bei mir ankommen kann. Magdalena, Peter oder Josef. Und den wir nun tragen können, weil der Blick vom anderen hinten im Spiegel uns noch immer anlächelt und diesen Namen zuruft. Eva, Maria, Magdalena, das bist du, sei es für mich. Und wir nehmen ihn an. Und sei es drum, auch nur von hinten. Sie haben mich zur Frau gemacht. Ich nehme an, ich bin eine Frau. Ich bin eine Frau.